So, wird dieses Land auch nicht mal zurückerobert. Du begibst dich mal schnell wieder zurück da hinten hin. Oder besser gesagt, du gehst einfach da hinten hin, so da. So. Ah. Erstmal zurückziehen hier. Zieht euch zurück. So. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das ist alles ganz, ganz schlecht. Wow. We need reinforcements. Yeah. Maastricht, so. Ei, 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 ei. Eieiei. Gut, die Niederlande sind klein, sind aber hochgerüstet. So, jetzt gucken wir noch mal, ob wir den Niederländern nicht irgendwie einen Vertrag spenstig machen können, dass die uns doch vielleicht in Ruhe lassen, so ganz vielleicht. Wo auch immer ich jetzt schon wieder die Panzer herb. So, bitte. Diplomatisches Angebot. Frieden. So, Frieden. Danke. Infanterie. Infanterie ist ja vielleicht doof, vielleicht sollten wir eher was anderes nehmen. Schiffe zum Beispiel. So. Diplomatisches Angebot senden. Alles klar. Damit kann ich gut leben. Akzeptieren. Und damit ist der Krieg gegen die Niederlande beendet. Ist das jetzt eigentlich unseres? So.
Es würde mich natürlich interessieren, was passiert, wenn ich hier mir selbst den Krieg erkläre. Ich befreie mich, nein. Aber wie wir sehen, ich könnte mich jetzt zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel jetzt auch dieses Land einfach befreien. Punkt. So, meine Lieben, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist was Schlimmes passiert. Und zwar sind wir ganz, ganz schwer im Minus. Wir haben hier irgendwie, sind richtig tief in der Schuldenfalle gerade drin. Krieg ist halt einfach keine gute Idee. Ja, was kann ich jetzt machen? Ich werde die Sozialausgaben komplett kürzen. Ich werde die Steuern erhöhen. Genau. Das wird meine Bevölkerung nicht glücklich machen. Überhaupt nicht glücklich. Aber ich habe leider gerade keine andere Wahl. Aus irgendeinem Grund geht hier gerade alles drunter und drüber. Ich muss die Militärproduktion komplett natürlich einstampfen. Logisch. Zack, 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 zack. So, alles eingestampft. So, zurück zum tatsächlichen Brauch. Okay, die fordern verdammt viel. Es ist immer noch die Frage, warum geht hier gerade alles total quer? Offensichtlich ist die Militär ist der Bedarf an Eisen in der Welt gerade derartig hoch, dass das uns ordentlich behindern könnte. Und wir haben die Niederlande direkt wieder vor der Haustür. Das ist natürlich wahnsinnig toll. Nicht. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich komme hier nicht auf einen guten Zweig. In jedem Fall gehen jetzt schon mal alle diese Einheiten hier, die ab in die Reserve nach Para. Ja gut, okay, ihr geht doch in die Reserve hier hinten. So, hier ist noch nichts. Hier passiert wahrscheinlich auch erstmal nichts. So, ihr geht in die Reserve, flups. Ihr geht in die Reserve, flups. Ich versuche hier gerade jetzt wirklich alles, was wir an Grenzern haben, wieder in die Reserve zu packen. Vielleicht kriegen wir dadurch unsere Staatskosten ein wenig gedrückt. Ich weiß auch gar nicht, warum die Staatskosten plötzlich so wahnsinnig explodiert sind. Oh, nee. Nee, 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 ihr bleibt hier. So. Hier ist wieder, genau. Reserve. Verschanzen da. Reserve hier. Verschanzen bleibt da. Gut. Reserve hier. Und Reserve hier. Okay, dann geht es auch da hinten in die Reserve. Gut, stört mich jetzt mal nicht.
So, jetzt habe ich Reserve hier. Reserve hier. Reserve da. Reserve hier. Na gut, das gibt's nicht. Reserve an diesem Ort. So. Auch hier wird's jetzt in die Reserve gehen. Flups, Reserve. Gibt's hier noch eine Reserve? Jo. Reserve. Zack. Reserve. Zack. Reserve. Zack. So. Also das mit dem Handel, das gefällt mir nicht. Da ist irgendwas richtig faul. Ich weiß nicht, was hier falsch gelaufen ist gerade, aber ist zerfetzt gerade das Reich. Es zerfetzt unser unsere geliebte Heimat Peru und ja. Zack. So. In Peru sind jetzt keine stehenden Armeen mehr so richtig. So. Keine Ahnung, aber ich muss jetzt den Notfall planen. Das, ich muss leider doch, jetzt dem Minister wieder die Erlaubnis geben. Besteuerung und Anleihen für den Minister zu öffnen. Ansonsten werde ich hier nie wieder rauskommen. Aber ich weiß halt eben auch nicht, warum und wieso das Ganze jetzt gerade so explodiert. Ich habe keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Hier ist noch nichts passiert. Oh, das ist hier nett. Akzeptieren nehmen wir. Akzept. Ja, ich muss jetzt im Moment alles nehmen, was ich kriege. Akzeptieren. Nein. Nein. Das ist alles doof. So, jetzt möchte ich nicht meine Schulden sehen. Was sind... Oh, die Schulden, die sind ja gigantisch. Gut, Herr Minister, jetzt sind Sie erstmal wieder... Sperre ich Ihnen wieder das Regierungsanleihenbudget. Boah. Verdammt. Harte Nuss. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum plötzlich diese Explosion da entstanden ist. Aber in jedem Fall wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Ich werde nämlich jetzt ganz schnell ganz viele Gasfelder setzen. Einfach. Um ein Exportgüter zu haben, was auch im schlimmsten Fall immer noch zündet. Denn irgendwie sind diese ganzen, anderen Güter immer noch
komplett zerfetzt worden. Ja, gut. Genau. Aber wenn das alles fertig ist, dann melde ich mich wieder. Bis später. Irgendwie hat uns der Krieg ganz schön was gebracht. Wir kriegen nämlich plötzlich ganz viele Angebote. Also diplomatische Angebote von anderen. Und sogar das ein formelles Bündnis der USA. Das wollen wir natürlich haben. Das schützt uns sicherlich. Die Niederlanden? Ja, sicher. Ist klar. Ihr wollt große Mengen? Ja, ich glaube, es hackt. Nein, will ich auch nicht. Ich habe zwar genug davon, aber ich will da auch was Vernünftiges für haben. Nein. Nein. Und es gab einen Regierungsumsturz irgendwo in Irak. Okay. Gut. Das wäre es auch erstmal. Bis später.